So, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wieder zu einer neuen Folge von Daniel Agema in seinem Hearbeat-Podcast. Nein, Quatsch. Gute! Mein Name ist Daniel Agema und wenn ich nicht gerade euch oder meinen Besten dabei helfe, fetten Sound und fette Beats zu machen, dann bin ich tatsächlich selber auch noch DJ und leg in Clubs auf und leg in Bars auf und mache auch Mixtapes. Und ich habe gerade letzte Woche ein Mixtape für meinen Kollegen Dom Waits, Link wieder in der Beschreibung, und seinen Outro-Podcast gemacht. Und ich dachte, das wäre doch eigentlich eine gute Gelegenheit, um euch mal die Möglichkeit zu geben, mal zu, ja, in meine Arbeitsweise reinzuschauen, auch mal in mein Ableton-Projekt reinzuschauen und mal zu gucken, was ihr vielleicht für eure eigenen Mixtapes übernehmen könnt. Und ja, ich habe meinen Kollegen Chris dabei, der wird zwischendurch mal ein paar Fragen stellen und es ist also ja ein bisschen ein neues Format, als wir es jetzt sonst hier kennt. Sagt mir doch vielleicht einfach mal, wie das euch gefällt. Also wollt ihr mehr von diesem Format? Wollt ihr mehr so Gespräche haben? Oder sagt ihr, nee, der Chris soll bloß die Klappe halten und Daniel labert nicht so viel? Ja, wir wollen eigentlich nur deinen Laptop sehen und eigentlich wollen wir nur sehen, wie der Effekt funktioniert. Egal was, schreibt mir einen Kommentar, sagt mir, wie es euch gefällt. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da und lasst mir auch ein Abo da. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Und der Podcast versteht eigentlich heute jeder, dass man ein SM7 vor der Nudel hat und eine Glatze gegenüber sich sitzen hat und dann interviewt wird. Du hast ja fast eine Glatze. Podcast ist ja eigentlich also der Outro-Podcast, das ist der Podcast von Dom Waits, eine Serie von verschiedenen Mixtapes von verschiedenen DJs. Und Dom ist ein ehemaliger Schüler von mir, im Producing zwar, also nicht im DJing, und auch Teil unserer Kontrastmusik-Crew geworden. Und muss man auch sagen, auch Freund geworden. Und Dom, du wirst jetzt lachen, wenn du das siehst und hörst, aber der Dom hat natürlich hat lange bohren müssen, bis ich tatsächlich mal eine Folge für seinen Outro-Podcast gemacht habe. Er hat mich dann mit so Visuals von Mainz gelockt. Also muss man vielleicht jetzt kurze Info, also der Outro-Podcast ist immer ein DJ, der ein Mixtape macht und dazu coole Visuals von, ich sag mal so, Städtetouren bei Nacht. Das hat angefangen mit so einer Tour durch Tokio, wo der Dom noch Visuals von einem anderen Künstler quasi genutzt hat und gefragt hat, sag mal, kann ich da irgendwie meine Mucke drunter legen? Ist aber mittlerweile so weit, dass der Dom selber die Visuals quasi aufnimmt und dann fand ich das natürlich ganz spannend, als Lokalpatriot dann Mainz zu machen. Das hat dann aber zeitlich nicht hingehaut, aber ich hatte dann schon zugesagt, dass ich es mache. Dann hat so ja jemand anderes dann Mainz bekommen, aber dafür habe ich jetzt dann die Visuals von London irgendwie bekommen, die ja mindestens genauso nice sind. ja, und so kam das dann zustande, dass ich diesen DJ-Gastbeitrag dann da gemacht habe. Genau. Und wie wir dann jetzt vielleicht sehen, also so ein Mixtape ist für mich immer viel Arbeit oder beziehungsweise, also Arbeit klingt immer so schlecht, aber also es ist viel Arbeit, das heißt aber nicht, dass es keinen Spaß macht, aber es braucht viel Zeit, weil ein Mixtape ist für mich auch wie ein Track, das ist ein Stück Daniel Agema, ein Stück ich und das ist da, um zu bleiben. Also das wird in die Welt gesetzt und wenn man das in die Welt setzt, ob das jetzt ein eigener Track ist oder ob das jetzt ein Mixtape ist, dann muss er irgendwie den eigenen Ansprüchen irgendwie gerecht werden. So. Und die sind dann bei mir dann schon irgendwie relativ hoch und dementsprechend viel Arbeit ist es dann halt manchmal auch irgendwie so ein Tape zu machen. Irgendwie. Aber es ist wie mit allen, es ist wie mit Tracks auch. Irgendwann ist halt auch mal Schluss mit Perfektionismus und irgendwann ist das Ding halt auch mal fertig. Und deswegen ist es ganz gut, eine Deadline zu haben. Für alle, die Bock haben, da so ein bisschen mehr zu lernen, dachte ich, es wäre eine gute Idee, einfach mal in die Session reinzuschauen, aber auch davor mal zu gucken, was ist denn so mein Prozess, wenn ich so ein Mixtape
mache. Gut, genau. Also deswegen, also für mich ist tatsächlich die wichtigste Sache erstmal im Vorne, und das steht über allem, ist, wer hört sich das an und wo hört er sich das an, wann hört er sich das an. Und das ist jetzt bei einem Mixtape auch genau wie bei einem Club-Gig auch, ne? Also ein Club-Gig um 23 Uhr oder um 21 Uhr in einer Bar, der klingt sehr wahrscheinlich anders als um 5 Uhr morgens im Techno-Keller oder um 10 Uhr morgens auf dem Open Air, wenn die Sonne schon wieder aufgegangen ist. Das ist ein andere, da kommt ein anderer Stil oder ein anderes Tape bei raus. Man aus Neugierde. Ja. Kommt bei einem Mixtape, machst du dir da noch mehr Arbeit als bei einem Live-Set, also bei einem echten Gig, in Anführungsstrichen, wo du halt einmalig bist und diesen einen Moment teilst, aber der ist dann ja nicht für die Ewigkeit und für die Nachwelt sozusagen. Ja, ist eine gute Frage. Also definitiv ist es eine andere Form von Arbeit. Ja, es ist wahrscheinlich zeitlich auch weniger Vorbereitungszeit bei dem DJ-Gig. Weil bei dem DJ-Gig, aus mehreren Gründen. Zum einen, was du schon gesagt hast, weil das für den Abend ist und dann an diesem Abend bleibt sozusagen. Auf der anderen Seite ist das auch, das ist nicht weniger wert eigentlich, dieser Abend. So, der Abend ist super viel wert. Aber das ist aber trotzdem auch ein Grund, dass man da so ein bisschen perfektionistischer sein kann hier bei der Geschichte, was bei so einem Clubabend auch total schädlich ist oder sein kann. Ja. Und aber zum anderen, weil gerade beim DJ-Gig alle anderen Gigs vorher ja schon Vorbereitungen für den nächsten Gig waren. So, das heißt, du kennst ja deine Tracks, du hast die schon gespielt, du weißt, wie die wirken. Nicht immer 100%, aber für gewöhnlich hast du schon eine Idee davon, wie das jetzt wirkt, wenn du den nächsten Track droppst irgendwie. Und konzentrierst dich dann tatsächlich eher, oder ich konzentriere mich dann eher aufs Crowd-Reading oder also zu gucken, okay, was würde jetzt passen in diesem Kontext gerade. Und weiß dann aber auch schon einfach, wie das, also kann zumindest einigermaßen vorhersehen, wie das wahrscheinlich gleich wirken wird. Insofern ist die Vorbereitungszeit passiert dadurch, dass man vorher schon andere Gigs gespielt hat. Wir haben jetzt gecheckt, okay, für wen, wann oder was ist das? Und jetzt ganz konkret hier auf die Nummer bezogen, hier war klar, okay, es ist, es wird ein Musik-Podcast mit Visuals, also in erster Linie auf YouTube konsumiert. Und wenn man ihn dann ohne Visuals konsumiert, dann eben auf Soundcloud, Spotify und wo auch immer man halt eben Musik hört. Und das bringt aber auch mit sich, dass man den wahrscheinlich hauptsächlich zu Hause hört. Oder vielleicht unterwegs, aber nicht im Club oder sonst wie, sondern das ist eigentlich ein Tape für daheim. So, und das ist für mich so die erste ganz, ganz große Säule, wenn es um Selection von Tracks geht. Zu wissen, okay, für wo ist das gedacht? Und deswegen werden wir jetzt, wenn man sich das Ding durchhört, wird man dann merken, das sind halt keine Clubbanger da drin. Das sind keine Dancefloor-Tracks irgendwie, Tools oder sonst was, sondern das sind eigentlich eher Songs, die man hören kann und die auch so ein bisschen Aufmerksamkeit vielleicht auch brauchen beim Hören irgendwie so. Das ist das erste ganz, ganz Wichtige. Das heißt, es gibt so eine Vorselektierung. Und die zweite große Säule in dem Fall hier, die für mich einfach so Inspiration war, war halt Nacht und England irgendwie. So, ich konnte es jetzt auf London nicht beziehen, aber für mich war es wichtig, dass da so ein bisschen so ein UK-Vibe irgendwo auch drin ist irgendwie so. Und was auch immer das bedeutet, weil das bedeutet sicherlich für dich was anderes als für mich und für dich sowieso, du kommst aus UK, aber für einen Dubstep-Head bedeutet UK-Vibe sicherlich auch nochmal was komplett anderes als für so einen House-Dude wie mich irgendwie so, ne? Also, aber das war auf jeden Fall ein bisschen Inspiration, das heißt,
Für mich hat das bedeutet das irgendwie bassy und bedeutet es irgendwie garagey so und auch mal ein paar gebrochene Beats und das ist so für mich so, das ist so ein bisschen UK-Vibe so und das ist nicht alles so, aber das war, da sind so ein paar Stellen dabei, wo man sagt, ah ja, okay, da hört man England schon echt raus so irgendwie, ne? So und das war mir halt wichtig. Genau, und das andere ist halt Nacht so. Also es war klar, dass hier kein happy, wir haben uns alle lieb und die Sonne scheint, Vibe kommt irgendwie, sondern es ist halt London bei Nacht und nicht San Francisco im Park bei Sonnenschein. Das wäre ein anderes Tape geworden, das kann man auch machen. Aber das war mir halt wichtig und mit der Einstellung gehe ich dann in die Selection. Noch eine, ja. Eine Frage davor. Stellst du dir die Hörer bei einer Aktivität vor? Nee, nicht wirklich, glaube ich. Also nicht... Was machen die nachts zu Hause? Ja, okay, nee. Schlafen? Nee, ich stell mir nicht den Hörer nachts vor. Nee, also okay. Der muss das nicht nachts hören, aber der schaut sich Nacht an und der muss sich nach Nacht fühlen. Also, ja. Das, ich stell mir den nicht bei Nacht vor, dass der jetzt gerade am... So der Sleepless irgendwie oder vielleicht nachts irgendwie am Zocken oder keine Ahnung, das stelle ich mir nicht vor, ehrlich. Nee, sondern es ist eher so ein, der Vibe von dem Tape ist Nacht und nicht Tag oder, witzig, dass der, für mich ist das Gegenteil von Nacht Sonne, aber es ist, ja, also für mich ist das so ein Couch, könnte ich mir das auf der Couch anhören? Das ist mein Maßband oder mein zum Einpegeln irgendwie so. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zu einer dritten Säule. Ich ertrage wahrscheinlich mehr auf der Couch als vielleicht meine Freundin. Mein Anspruch ist, dass darf mich nicht langweilen. Also es ist schon, ich meine, unser Label ist Kontrastmusik und es sollte, oder es ist, mein Anspruch dann ist schon auch ein bisschen Kontrastmusik ist. Und gleichzeitig aber konsumierbar bleibt. Also es darf halt nicht nur anstrengend sein, es darf aber auch nicht langweilig sein. Und das ist ein schmaler Grat. Und dann kommt, also mit der Prämisse kommt man dann zur Selection. Und das ist dann Schritt 1 oder, also alles andere war Schritt 0 noch eigentlich, so sich Gedanken machen irgendwie, ne? Und also meine Selection mache ich tatsächlich immer in Traktor. Muss nicht Traktor sein, es kann jede andere DJ-Software sein, es kann auch iTunes sein. Aber was mir halt wichtig ist, ich will, also als erstes sammle ich erstmal alle Tracks, die irgendwie diesem Vibe entsprechen. So, und das sind dann vielleicht 30, 40, keine Ahnung. So, wo die in den letzten Jahren oder wo ich dann auch sage, die wollte ich schon immer mal auf dem Tape haben. Es sind auch ein paar Sachen, ältere Sachen dabei, dann vielleicht Sachen von mir, die irgendwie unbekannt sind, die ich aber vielleicht so ein bisschen bekannter machen will und deswegen auf einen Outro-Podcast drauf packe. Einfach erstmal sammeln. So, und dann und aber trotzdem zu dem Vibe passen. Und dann fange ich an und dann geht es halt um Reihenfolge. Und Reihenfolge finde ich ja beim DJ-Set, aber beim Mixtape eben noch mehr eigentlich super, super wichtig. Also viele Schüler im DJ-Unterricht wissen dann nicht, wo sie anfangen können. Und mein Tipp, und so mache ich das auch selber, ist, okay, überleg mal, was könnte ein erster Track sein und überleg mal, was könnte ein letzter Track sein. Dann hast du schon mal einen Anfang und ein Ende. Dann überleg vielleicht mal, was könnte denn ein Höhepunkt in der Mitte sein und was könnte vielleicht noch ein Höhepunkt in der Mitte sein? So zwei Peaks sozusagen. Dann hast du schon vier Positionen, vier Wegpunkte auf deinem Weg vom Mix, an denen du dich orientieren kannst. Und dann, wenn du die hast, dann ist es gar nicht so schwer, beziehungsweise dann geht es viel leichter, zu den Wegpunkten sich hinzuarbeiten. So, weil dann weißt du, okay, ich bin jetzt hier, ich starte ja hier, ich muss dahin. Welche Tracks würden denn mich vielleicht in dieser Geschichte in Richtung zu diesem Punkt führen? Und dann kann ich von dort die nächste und dann wieder die nächste gehen. Dann hast du eine Idee, wie das funktionieren könnte. Und
in Traktor oder in, egal in welcher Software, überprüfe ich einfach erstmal die Idee. Also ich mache so einen ganz, ganz groben Mix. So ein, ich hau die Tracks nacheinander rein und hau den, ich mach, vielleicht mache ich Beatmatching, vielleicht mache ich gar kein Beatmatching, wir gehen gleich nochmal hier auf BPM und so ein. Manche Tracks mix, also mache ich gar kein Beatmatching. Aber ich probiere mal ganz grob aus, kommen die vom Vibe, kommen die irgendwie zusammen, die beiden. Und das ist ja, man hat ja, das ist ja, eigentlich ist ein Mixtape machen wissenschaftliches Arbeiten. Man erstellt eine These, das wird gut funktionieren, dann überprüft man die. Ja, und dann. Nee, aber also das ist tatsächlich so, man hat ja, man denkt ja irgendwie, es funktioniert, dann überprüft man es und dann merkt, ah nee, scheiße, das geht halt gar nicht. Ne? Und dann probiert man Doktor mal rum. Aber irgendwann komme ich mit einer Playliste eigentlich dann um die Ecke. Die erstmal so grob funktioniert und da habe ich aber jetzt mal noch keine detaillierten Gedanken gemacht darüber, wie genau der Übergang dann zwischen den Tracks aussieht. Sondern da weiß ich nur, okay, die passen von der Stimmung, von der Energie, von dem, wo es hingehen soll, irgendwie zusammen. Und dann gehe ich den Schritt in Ableton, importiere dann die Tracks, für die ich mich dann entschieden habe, in Ableton. Und dann sieht es erstmal so aus. Hier mein typisches DJ-Set-Deck besteht erstmal aus drei Decks, wie ich sie jetzt genannt habe, Deck A, B und C, wobei eigentlich das meiste immer zwischen zwei Decks sich abspielt und Deck C ist dann halt, falls man mal einen dritten Track dann gleichzeitig laufen lassen will, im Arrangement sieht man hier unten, passiert es ein paar Mal, aber da ziehe ich erstmal am Anfang noch nichts rein. Und dann habe ich noch ein Effekt-Deck für Effekt-Sachen. Und dann diese Geschichten hier, die sind jetzt im Mix entstanden. Die gehören jetzt nicht zu meinem Standard-Ableton-Mixtape-Setup. Was aber zum Ableton-Standard-Mixtape-Setup gehört, sind einfach meine Effektkanäle. Ein großer Effekt-Hall, hören wir uns gleich an, wie das klingt. Ein Tape-Echo-Effekt, können wir uns auch gar nicht anhören, wie es klingt. Und das hier ist tatsächlich noch Überbleibsel aus meinem Standard-Producing-Template. Der Office Reverb, den benutze ich eigentlich in Mixtapes nicht. Der könnte da auch raus. Der ist da einfach noch drin gespeichert und immer wieder mitgeladen worden. ja, jedenfalls kommen dann einfach die Tracks in der Reihenfolge, wie ich mal gedacht habe, dass sie sein werden, in Deck A und Deck B verteilt. Und dann ist der erste Schritt, der jetzt typisch Ableton ist, beziehungsweise der jetzt in Ableton gemacht werden muss, ist, dass ich die halt korrekt warpe. Also sprich die 1 richtig setze und gucke, dass mein Songtempo passt und die Warp-Marker richtig setzen. Gehe ich jetzt noch nicht in, also will ich jetzt hier in dem Video nicht ins Detail gehen, weil das würde in den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt dann auch noch zeigen, wie man jetzt korrekt warpt und so weiter. Wer sich für Musikproduktion interessiert, macht unseren Kurs. Da lernt ihr natürlich genau das, also wie so Warpen funktioniert und wie ihr mit Ableton Live klarkommt. Aber in diesem Video will ich jetzt wirklich erstmal über das DJ, über das Tape sprechen oder beziehungsweise über den Podcast sprechen. So, dann landet das da drin, ist gewarpt und dann mache ich mein Arrangement natürlich dann in der im Arrangement-Fenster und hangel mich jetzt dann von Mix zu Mix. Also dann gucke ich dann wirklich, okay, jeder Song ist irgendwie mixbar. Oder jede zwei Songs sind irgendwie mixbar. Aber nicht jede zwei Songs sind auf die gleiche Art und Weise mixbar. Im schlimmsten Fall bedeutet mixbar aus und an. Aber wenn ich das vom Timing her richtig positioniere, dann ist es trotzdem unter Umständen ein cooler Übergang. Ja? Jetzt ist es aber so, bestimmte Mixtechniken, bestimmte Formen von Übergang haben eine bestimmte Wirkung. Und das ist jetzt tatsächlich ein wichtiges Ding, zu gucken, unterstützt meine Mixtechnik, unterstützt mein Mix die Wirkung, die ich damit irgendwie erzeugen will. Und das ist dann ein so ein bisschen Ausprobierprozess. Natürlich gibt es da dann auch wieder, ich sag mal so Pfeiler, an denen man sich orientieren kann. Also je länger der Mix, umso unauffälliger ist er wahrscheinlich.
Je besser verzahnt, umso unauffälliger kann er sein. Je schneller irgendwas oder je stärker irgendwas auf einmal passiert, umso betonter ist ein Mix. So, und keins davon ist richtig und falsch, sondern eine Betonung an einer bestimmten Stelle setzt halt ein Highlight unter Umständen oder einen Effekt an der richtigen Stelle, was total nützlich sein kann, aber auch total schädlich sein kann, wenn man das gar nicht will. Und so muss man dann wirklich immer abwägen, wo bewege ich mich da gerade, was will ich denn eigentlich da gerade erzeugen, und klingt es trotzdem irgendwie noch gut? Weil dann ist auch wieder, dann gibt es auch wieder andere Herausforderungen, zum Beispiel irgendwie zwei Songs, die in unterschiedlichen Tonarten sind, und dann geht die Melodie weiter, also der Song hört nicht mit nur Beat auf und der andere Song fängt mit Harmonien irgendwie an und ich kriege die nicht übereinander im blödesten Fall, beziehungsweise ich muss dann vielleicht gucken, wie ich es übereinander kriege. Ja. Was ich definitiv zeigen kann mal, was vielleicht spannend ist, ist jetzt hier die Geschichte von dem Song hier von mir. Das ist hier ein Remix von Havarie, heißt der Track. Und Night Air. Und die beiden sind ursprünglich nicht in der gleichen Tonart gewesen. Ich stelle jetzt mal kurz hier. Übrigens, dafür ist Traktor auch mega gut, falls man, also die Tonart zu erkennen, macht es 90% der Fälle relativ akkurat. Das heißt, also man muss jetzt nicht dann mit dem Klavier hingehen und ausprobieren, welche Tonart. Auch wenn es manchmal nicht stimmt, dann würde ich es immer empfehlen, weil dann findet man es, wenn man es weiß, wie es geht, findet man es relativ schnell raus. Aber meistens kann man sich einigermaßen darauf verlassen, wie Traktor das macht. Und dann habe ich gesehen, okay, ich dachte mal in der Originaltonart, die beiden würde ich gerne zusammen mixen, aber die passen harmonisch nicht so gut zusammen. Aber es war überhaupt kein Problem, weil die waren nur einen Halbton auseinander. Und wenn ich dann Night Air einen Halbton nach unten transponiert hatte, dann haben die harmonisch wunderbar zusammengepasst. Wir hören uns einfach nochmal die Stelle hier mit dem. Ich gehe mal hier ganz nach vorne, weil dann kann man sich den ganzen Mix mal anhören. Vielleicht gehen wir auch mal durch, was hier passiert. Also ich gucke jetzt einfach hier gerade, was ich hier automatisiert habe. Und dann sehe ich, okay, ich habe hier in den Track vorher nur den Highpass-Filter automatisiert. Hier mache ich gar nichts. Das heißt also, in der Night Air-Track, der läuft eigentlich unverändert rein. Das heißt also, der startet bei Null, also startet einfach so, wie er ist. Das Gute ist, der fängt halt sehr low an. Aber den Halbton, der ist jetzt korrigiert, genau. So, und dann, also ich sag mal, der viel wichtiger als jedes Plugin, jeder Effekt, jeder Fade, jeder Filter, jedes EQing, alles, was wir irgendwie technisch machen können, ist das Thema Mix Placement. Also, wenn wir sagen, hierarchisch Selection, welche Songs und dann welche Reihenfolge der Songs, und dann kommt sofort, an welcher Stelle von meinem Song gehe ich raus und an welcher Stelle komme ich rein. Und das nennen wir Mix Placement. Ja, und wenn das Mix Placement gut ist, dann muss ich im besten Fall gar nicht viel mit Effekten, mit Lautstärke, mit EQing machen, weil der Song hat ja eine gewisse Struktur. Und der eine baut sich ab, der andere baut sich auf, und im besten Fall ergänzen die sich, sodass wir, ja, dass sie sich einfach gegenseitig quasi, ja, ergänzen. Ja? Und das ist halt hier jetzt ganz cool, weil der Song fängt halt sehr low an. Ja? Das heißt, da muss ich nichts groß mixen. Und das passiert jetzt an der Stelle, wo der hier ins Break geht. Das heißt, man erwartet ja, dass jetzt irgendwie was sich ändert, wenn man so einen Break hört. So klingt das Break. Ja, und wenn wir jetzt sie gemeinsam hören. Ist der schon da. Aber man könnte jetzt auch ein Element von dem Song sein. Und weil es die gleiche Tonart ist, funktioniert es halt sehr gut. Es hat aber noch den zweiten Vorteil. Einige kennen, also das ist ja ein total bekannter Song. Nein, ja, das ist ein Hit. So.
Das heißt, manche werden dann schon an der Stelle sagen, oh geil. So, und hier passiert jetzt, gucken wir uns jetzt mal an, was hier passiert. Ist auf jeden Fall ein Volume Fade dabei. Und wie ich vorhin schon mir gedacht habe, genau hier an der Stelle sieht man High-Pass-Filter. Weil jetzt kommt die Bassline von Night Air. Aber weil die denselben Tonart ist, ergänzen die sich sehr gut. Ja, nee, der High-Pass ist erst für Bass. Also Fits for the Floor und drunter, also gebeatmatched sind sie ja. Genau. Genau. So, der andere faded aus. Und wichtig ist natürlich jetzt hier, typisch Mix Placement. Ja, wenn der Track hier zu Ende ist, kommt die Bassline. DJ 1 in 1, 101. Ja, also, das ist jetzt echt nichts Besonderes, aber ist ein schönes Beispiel dafür, wie man tatsächlich gucken muss, dass die Tonart entsprechend passt, weil ansonsten der Mix nicht funktioniert. Und natürlich Mix Placement beachten soll. Ja, ach cool. Ja, guck mal, dann können wir uns da jetzt mal hier als, ich bin jetzt einfach mal den Mix weiter durchgegangen. Hab jetzt hier gesehen, hier kommt jetzt ein dritter Track ins Spiel. Und wir haben hier ein wunderbares Beispiel dafür, wie man, warum Ableton Live als Tool, um ein schönes Mixtape zu machen, wunderbar funktioniert. Weil wenn wir uns jetzt hier das mal genau angucken, dann sieht man hier, ach du lieber Gott, hier sind echt unterschiedlichste Loops gemacht worden und Looplängen gemacht worden. Das heißt, ich habe hier Teile aus dem Song wiederholt, aber eben nicht immer der gleiche Loop, sondern es sind immer wieder andere Schnipsel, die dann da laufen, damit der Song halt eben ja, spannend bleibt. Aber das Problem an der Geschichte ist, das Intro hätte jetzt nicht gepasst, um uns die ganze Zeit einfach laufen zu lassen darunter, sondern dann hätte ich Stress bekommen. Ich nehme an, dass dann die Orgel irgendwo gestört hätte oder dass dann Vocals gekommen wären, aber ich wollte diesen Song schon ankündigen, so dass er sich als Teil von dem Track davor irgendwie anfühlt, genau. Ne? Und deswegen kommt er auch hier im Break wieder dazu. Und dann gucken wir mal, was da automationstechnisch noch passiert. Ich glaube, da passiert auch gar nicht so groß was, außer einer Volume-Automation. Schauen wir uns gleich mal an. Darf ich wegen der Musik übrigens das Video nicht monetarisieren? So, okay, sphärisch, alles gut. Jetzt kommt das dazu. So, und ich wollte nur diese Drum Machine haben. So, und jetzt hier an der Stelle kommt einmal kurz die Orgel. Nur auf der 1. So, und dann muss die aber wieder weg sein. So, das heißt, also da brauche ich dann wieder einen anderen Loop. Ja, die darf jetzt weiterlaufen und kommt dann jetzt hier nach zwei Phrasen nochmal. Dann wieder der alte Loop. Und dann, wenn der andere Song wieder anfängt sich abzubauen, ne, kommt dann ein anderer Teil des Songs. So, und hier geht jetzt automationsmäßig ein bisschen was ab. Ja, hier geht jetzt der High-Pass-Filter los. An der Stelle halte ich mal ganz kurz an, was jetzt hier passiert ist, ganz, was ich gerne mache, und das ist jetzt das, was ich vorhin auch gemeint habe mit, es gibt so die Möglichkeit zu betonen oder das smooth zu machen. Und an der Stelle hätte ich jetzt auch langsam den Hyperspace-Filter rausnehmen lassen können, aber durch diese Betonung von der Orgel auf die 1-Step
habe ich natürlich die Mega-Chance zu sagen, raus irgendwie so, ne? Und dann gehe ich damit, dann habe ich diesen Sprung schon gemacht und dann ist der Track schon ein ganzes Stück im Hintergrund gerutscht, ohne dass es jetzt irgendwie was fehlt, dass man sagt, oh, wo ist denn der jetzt hin? So, weil das ist ja immer das Doofe, wenn das passiert. So, ja? Das heißt, also hier habe ich eine Betonung von dem Mix eigentlich, aber in einem, auf eine musikalische Art und Weise. Ne? Ja? Raus. Es gab jetzt einen Wechsel. Ja? Da wir aber jetzt auch hier an einer anderen Stelle vom Song sind, die durchgängige Fläche von der Orgel dazugekommen ist, Vocals dazukommen, ja, und der andere ist aber immer noch da. Und du meinst ja, dass Traktor auch gut ist, um die Tonarten zu erkennen. Mhm. Wenn jemand sagt, er hat keinen Traktor oder was weiß ich, oder, und er möchte zumindest mal die Tonarten checken und ja, sich da nicht safe oder so, kann er auch in Ableton Tonarten checken? Also nicht von Ableton selber. Also er kann es natürlich machen, wenn er ein bisschen Musiktheorie versteht und ein Piano-Plugin hat und dann ausprobiert, wie das, also wie das funktioniert, würde jetzt aber auch den Rahmen sprengen. Ja, gut, also der super, super, super basic Art und Weise wäre, lass den Song laufen, mach ein Piano-Plugin auf und versuch mal, welcher von den Tönen einer ist, den du immer spielen kannst. So. Erfahrungsgemäß fällt es aber vielen Leuten schwer schon. Also wenn du da kein musikalisches Gehör hast und es noch nie gemacht hast, dann ist es nicht so leicht. Und dann gibt es Software, die das macht, also Mixed in Key, ich weiß gar nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt, aber die war das früher, hat das sehr, sehr gut gemacht. Und garantiert kann man, gibt es auch eine Internet-Datenbank. Also auf Beatport steht auch mittlerweile immer die Tonart dabei. Aber jetzt, wenn du die Timmy Thomas irgendwie, die habe ich jetzt nicht bei Beatport gekauft und da willst du jetzt wahrscheinlich nicht dabei stehen. Ja, das wäre so die, das wären so die Tipps, die ich da hätte. Was mit einfach so einer Tuning-Plugin? Oder? Nee. Nee, weil das Tuning-Plugin zeigt immer die aktuelle Frequenz und da kommt nur das raus. Also da ist nicht praktikabel. In komischen, also in seltenen Fällen ja, wenn jetzt irgendwie nur der Grundton Bass am Anfang läuft, dum, 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 dann würde das gehen. Aber spätestens, wenn es dann einen Tonsprung gibt, dann würdest du wieder auf falschen Fährten gelockt werden. Das würde ich nicht empfehlen. Ja. Genau. So, aber jetzt kommen, also jetzt sind wir hier, wir wandern vor in dem Track. Und hier kommt jetzt dann. Hier kommt jetzt dann der dritte Track dazu, der dann später dann also wir fangen bei Night Air an, dann kommt hier kurz Timmy Thomas, Why Can't We Live Together, und dann kommt hier diese Little Raver Nummer rein. Und eigentlich sieht man, man sieht es hier schon ganz gut, die beiden, die laufen eigentlich also fast gar nie alleine. Also Little Raver läuft eigentlich fast gar nicht alleine. Und da ist natürlich diese Orgel, Heimorgel-Drum-Machine Why Can't We Live Together ist natürlich prädestiniert, um die laufen zu lassen, damit die beiden Tracks sich nicht, damit die beiden Tracks beieinander bleiben und nicht irgendwie jeder irgendwie so sein eigenes Ding ist. Also sprich, damit wir mehr auf der wir bleiben unauffällig Seite sind, uns bewegen, anstatt zur Oh, was ist denn jetzt los, Seite irgendwie, ne? Und ja, achso, und noch eine Sache hier zu Little Raver. Ganz, ganz, ganz spannend. Wenn wir uns mal die Lautstärken hier angucken oder die Pegelausschläge mal angucken, dann sehen wir ja, also Night Air ist ja jetzt, sieht hier viel lauter aus als diese Nummer. Und wenn wir uns den Pegel anschauen, dann sehen wir, ich habe den 5 dB leiser gemacht. Auch wenn mein Fader sozusagen auf 0 stehen wird am Ende. Also meine Fader stehen alle nie auf 0, sondern die stehen alle immer auf minus 3 maximal, damit ich am Master nicht mehr als 0 habe, wenn mehrere gleichzeitig laufen. Aber die Nummer ist halt so brutal laut gemastert worden. Das heißt, der Durchschnittspegel von der bei 0 dB ist so brutal laut, dass ich die leiser machen muss, weil ansonsten ist die viel zu laut im Vergleich zu den restlichen Songs. Ich kann aber die anderen nicht lauter machen, weil sonst gehe ich lauter als 0 dB. Ja, das heißt, ich muss dann den an der Stelle leiser machen. Und das ist vielleicht ein super wichtiger Tipp. Wenn ihr Mixtapes macht, achtet auf vor allem auch auf Lautstärkeunterschiede. Ja. Weil das ist das, was wir sofort wahrnehmen. So. Und ja, wir haben halt das Problem, sobald wir zwei Tracks gleichzeitig laufen haben, wird es lauter. Das heißt, wir müssen leiser machen, sonst geht's halt nicht. Ja. No red, no red.
at all. No red. Ja, genau. Also hier kommt jetzt der dritte Track dazu. Moment, zwei Tracks. Genau, komme ich gleich drauf. So, und hier ist jetzt ein bisschen was passiert. Auch wenn man das jetzt vielleicht auf dem ersten Hör nicht hört. Ich hatte ein bisschen zu kämpfen mit Little Raver an der Stelle. Also erstens hat es sich gewehrt, weil es viel zu laut war. Zweitens ist das Ding von Anfang an mit Melodie. Es gab keinen Part, der irgendwie nur Beats oder sonst was war. Ich wollte den aber unbedingt passen zu den. Ich fand, der hat super gut gepasst an der Stelle. Das heißt, da war jetzt dieser Moment, wo du halt den Mix knacken musst. So, wie kriege ich es hin, dass es funktioniert halt irgendwie, ne? Und also, was passiert ist, ist, erstmal brauchte ich hier einen soften Übergang, wieder in den, also aus dem Vocal-Part von Why Can't We Live Together in den nur Beats-Part. Und da ist jetzt ein bisschen, das ist jetzt das erste Mal auch jetzt hörbar jetzt gerade an der Stelle Effekt gewesen. Einfach mein, dieses Tape-Echo. Was aber jetzt hier dann nur an dieser Stelle ganz kurz automatisiert wurde auf dieses Together. So, dass das Together, Gather, Gather an der Stelle klingt. Und es klingt ja dann über diesen Part, über diesen Schnitt hinaus. Das heißt, es verwäscht sozusagen diesen Schnitt hier. Ne? Also das können wir einfach mal kurz mal, dass man das darauf achtet. Ja, und so fällt es einfach weniger auf. Das heißt, wir haben einfach so mal, kann sich das vorstellen wie so ein Schreiner, der so ein Stück Holz hat und dann hat er jetzt da so einen Übergang und da ist halt, da steht halt sowas über. Und da können wir jetzt einfach, ist so ein Effekt, so ein gutes Schleifpapier, um den Übergang so ein bisschen glatter zu kriegen. Ja? So, und also in so ein paar, so ein bisschen Schleifpapier habe ich hier an manchen Stellen. Und hier kommen wir Highpass gefiltert schon rein und bleiben die ganze Zeit über Highpass gefiltert. What? Say what? Und wir haben einen Lowpass-Filter auch noch. Das heißt also, der Track fängt erstmal so an. So, sorry. Danke. Weil ohne Filter wäre es zu auffällig. Ja, wir machen es einfach nur ein bisschen smoother. So, und dann war das aber für mich immer noch nicht smooth genug. Das heißt, ich brauchte irgendwas, um diese Stelle nochmal anzukündigen. Und dann kam jetzt das Ding hier ins Spiel. Das ist jetzt einfach die, also wenn wir das jetzt einmal kurz umdrehen, dann hört man, dass es eigentlich ursprünglich mal eine Stelle aus dem Little Raver war. Einmal Solo, sorry. Gehen wir mal hier an die Stelle. Und da ist einfach nur ein Hall drauf. Das heißt, war einmal kurzes Düp mit, genau, mit einem langen Hall. Und dann habe ich den Hall als Audio aufgezeichnet, habe den umgedreht. Ist eigentlich auch ein Klassiker Effekt-Trick. Mittlerweile eigentlich kein Trick mehr, weiß jeder. Wenn nicht, kann ich auch mal ein Video dazu machen. Schreibt es in die Kommentare. Genau. Lasst mir ein Like da und ein Abo. Danke. Aber genau, und das saugt jetzt quasi in diesen nächsten Song schon mit rein. Das heißt, wir haben diese Tonart, wir haben diesen Orgel-Sound, es wird so ein bisschen angekündigt. Und dann, da das Ganze sowieso dann hier auf der 1 von der neuen Phrase passiert und alles dann zusammenkommt, dann wird es einigermaßen gut zusammengekittet, sodass man denkt, ja, jetzt müsste eigentlich eh was passieren und dann passiert auch was. Aber halt nicht zu viel. Everybody wants to live together. Why can't we live together? Ja, das war's. So, und dann recht unspektakulär. Klar, der Line-Track läuft aus und Timmy Thomas bleibt an, weil die sich einfach mega mit dieser Orgel und den Beat darunter mega gut ergänzen.
So, und dann musste ich hier wieder schnippeln, weil der Track ist, keine Ahnung, 7,5 Minuten immer das Gleiche. So, was, ja, was funktionieren kann, aber meinem Couch-Barometer nicht gerecht wurde an der Stelle. So, und dann, wir sind jetzt mitten in dem dritten Track, der hier läuft, beziehungsweise sind jetzt nur noch zwei. Und jetzt haben wir hier eine andere Art des Mixes. Und da hören wir erstmal rein und dann gehen wir mal durch, was da passiert ist. Also wir haben hier der Mix Placement, ja. Eine Song springt an eine andere Stelle, während der Drum Loop aufhört. So. So, was jetzt hier passiert ist, der Song hier hat in seiner, also in sich selber, ein Effekt-Outro. Ja? Also brauche ich gar nichts groß selber basteln. Ja, der hat da eine Delay-Automation, die dann irgendwie sogar noch vom Tempo her langsamer wird. Und das hat mir natürlich super gut gepasst, um hier in den nächsten Track reinzufaden. Denn die beiden haben jetzt geschwindigkeitstechnisch nicht gut zusammengepasst. Das heißt, hier habe ich jetzt einen Mix, der ohne Beatmatching tatsächlich vonstatten geht. Das Einzige, was man hier sehr gut hören konnte, ist, dass hier ein Low-Pass-Filter automatisiert ist, der dann da aufgeht. Genau, wir müssen natürlich auch anschalten dafür. Ja. Und dann sehe ich gerade hier das EQing. Und das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um mal so allgemein auf den EQ einzugehen. Weil ihr seht ja jetzt vielleicht hier so, das ist ja irgendwie eine Kurve, die jetzt nicht besonders neutral ist. Und das ist auch Absicht. Denn jeder Song bekommt hier, oder das heißt nicht jeder, aber unter Umständen bekommt jeder Song sein eigenes EQing hier. Wenn ich mal an die Stelle springe, seht ihr, hat der ein anderes EQing als hier die Stelle und wahrscheinlich hier auch nochmal eine andere Stelle, eine andere Einstellung. Das heißt also, diese ganzen Parameter im EQ, die sind automatisiert. Ja, man sieht es auch hier, also es sind überall hier, der Gain ist ein bisschen automatisiert, weil natürlich, klar, jeder Song klingt irgendwie anders. Hat mehr Bass, weniger Bass, mehr Höhen, weniger Höhen. Und ich möchte aber, dass ich am Ende ein gutes Gesamtbild irgendwie bekomme und die Tracks möglichst gut zueinander passen. Und damit ich nicht 17 EQs da drin habe, die dann jeweils für den einen Song sind, habe ich mir angewöhnt, das mit einem EQ zu machen, der dann für den entsprechenden Song einfach automatisiert ist. Ganz, ganz wichtiger Tipp an der Stelle, schaut immer, dass dann, nachdem ihr eine Automation für den entsprechenden Song gemacht habt, das Ganze wieder zurückgestellt wird, damit ihr nicht aus Versehen, das ist mir schon mal passiert, damit ihr nicht aus Versehen die gleiche EQ-Einstellung auf dem nächsten Song habt. Oder noch schlimmer, zum Beispiel, irgendwie, keine Ahnung, die gleiche Filtereinstellung und ihr merkt es nicht. Ja, also wenn ich jetzt mal den Filter hier anmache, da sieht man es sehr deutlich, der ist eigentlich immer auf Null, ja, nur immer an den Stellen, wo ich tatsächlich was mache, dann ist er automatisiert und dann habe ich immer daran gedacht, den hier wieder auf Null zu lassen. Der Song jetzt hier, auch wenn es Mainzer Künstler ist, Props an der Stelle raus an Nosum, ist für mich total UK-ig irgendwie. Und dann der nächste Song, auch deutsche, ja, moderat, aber in diesem Remix mit dem Breakbeat ist für mich auch mega UK-ig und deswegen habe ich die Songs da auch unbedingt drin haben wollen. Jetzt hatte ich ja gerade kurz darüber gesprochen, dass die beiden Songs jetzt hier, Little Raver und Broken Hearts Club, nicht gebeatmatched waren. Und da sind wir dann jetzt beim Thema Geschwindigkeit. So, normalerweise ist ja,
Also traditionell, also sehr viele Mixtapes und meine alten Mixtapes früher auch, die waren eigentlich immer so, dass man eigentlich mehr oder weniger eine Geschwindigkeit hatte, die dann von Anfang bis Ende durchging. Vielleicht ist man mal über die Zeit ein paar BPM schneller geworden. Aber das war dann meistens auch schon das Höchste der Gefühle. Und das ist hier jetzt nicht der Fall. Wenn wir uns jetzt mal die BPM-Automation hier unten angucken, also geht auf Mixer und dann auf Songtempo, ich zoome mal ein bisschen raus, dann sehen wir, ach du lieber Gott, hier die sind ja einige unterschiedliche Tempi. Ja, der erste Song, der ist nicht gewarpt, das heißt, der ist auch nicht in 125 BPM. Der zweite Song, der ist dann auch nicht gewarpt, ja, aber ist dann in 125 BPM. Aber der ist dann, ja, okay. Der zweite Song war auch nicht gewarpt, aber der dritte ist es dann hier tatsächlich. Und dann sind wir hier bei 107 BPM angelangt. Also wir starten eigentlich auch bei 107 BPM. Und wenn wir uns das mal anschauen, dann werden wir über den Song hinweg, ja, 3 BPM schneller. Sind dann bei 110 BPM. Liegt einfach daran, dass der Track hier vor super langsam ist. Und da wollte ich nicht direkt mit den 110 BPM einsteigen. So, dann haben wir also hier eine kleine Steigerung über den Song hinweg. Das nimmt keiner wahr, so langsam wie das hier geht. Dann bleiben wir auf 110 BPM und dann haben wir einen Sprung von 13 BPM und den haben wir jetzt gerade hier an der Stelle gemacht. Ja, und das Schöne daran ist, dass dadurch, dass es hier so sphärisch an der Stelle ist und der andere Song auch sphärisch jetzt anfängt, sind wir plötzlich in einem komplett anderen Tempo, aber es ist überhaupt nicht auffällig gewesen. So, und jetzt an der Stelle können wir mit 123 BPM natürlich wieder schön Beatmatching machen und jetzt haben wir eine schöne Club-Track-Geschwindigkeit hier irgendwie und können diesen Breakbeat da zu dem anderen Track gleichzeitig reinlaufen lassen. Auch hier gibt es wieder ein kleines High-Pass-Filterchen an der Stelle. Und man sieht es auch hier, ordentlich Effektautomation. Hier kommt Hall und Delay. Ich mach das mal solo, damit man nur das hört. Ja, das klingt dann schön aus. Und der andere Song fängt an der Stelle an, aber dadurch, dass wir dann den Hall haben, der dann da schön über den anderen Song drüber geht, ein High-Pass-Filter drauf ist, also schön dünn ist an der Stelle, hat der andere Song viel Platz und wir vermissen den ersten Song nicht. Nur wenig. So, dann waren wir bei den BPM stehen geblieben. Wir haben hier jetzt die beiden Songs nochmal in 123 BPM. Und dann haben wir hier eine Stelle, in der wir kontinuierlich von 123 auf 119 langsamer werden. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn ihr den Mix mal ganz gehört habt. Ich würde euch übrigens empfehlen, erst den Mix zu hören und dann mal diesen Walkthrough zu hören, damit ihr den in Ruhe genießen könnt. Aber wenn ihr es andersrum macht, auch gar kein Problem. Links zum Outro-Podcast natürlich unten in der Beschreibung. Hören wir uns das nochmal an, ob uns das jetzt irgendwie stört, wenn das da 4 BPM, oder? Ja, 4 BPM langsamer wird. Übrigens auch super UK-isch für mich, der Track. Ja, mit dieser Bassline. Also da
Nimmt man gar nicht wahr, dass wir mittlerweile schon fast die kompletten 4 BPM langsamer geworden sind. Wir haben es gleich hinter uns und zack, da sind wir bei 119. Was jetzt hier spannend ist, ist der Loop, der da irgendwie die ganze Zeit noch kommt. Dann aufhört, wenn der Gesang anfängt. Der Loop hier, der ist tatsächlich nur drin, weil ich, oder was heißt nicht nur, aber der ist da gelandet, weil ich diesen Track eigentlich gerne im Mix haben wollte. Und da sind wir, ich kann ja mal den Track hier spielen, da sind wir an einem wichtigen Punkt. Den wollte ich eigentlich da drin haben. Und als ich dann die erste Version von dem Mix mir dann mal angehört habe, habe ich gemerkt, so, nee, der ist einfach zu gute Laune. Ja, der hat nicht zu Nacht und ja, zu dem Nacht-Vibe irgendwie gepasst. Der ist da irgendwie rausgestochen. Und dann ist es gar nicht so leicht. Dann ist es gar nicht so leicht, von sowas wieder loszulassen. Und das ist aber tatsächlich ein Tipp, den ich für alle DJs und vor allem auch für alle Producer habe. Scheut euch nicht davor, eure Ideen loszulassen. Und verliebt euch nicht in eure Ideen. Ich weiß, es ist super schwer, weil man arbeitet da, man hat eine Vision, man steckt da Energie rein, man hat vielleicht irgendwie so einen Part geschrieben von einem Song, der einem als Part mega gut gefällt und sagt, boah, der Sound, der ist ultra geil. Aber es kann halt passieren, dass dieser Part oder dieser Sound oder was auch immer nicht zum Rest vom Song passt oder nicht zum Rest vom Mixtape passt. Und dann muss man tatsächlich die Eier haben, zu sagen, ich verabschiede mich von dieser Idee, einfach um dem Großen und Ganzen da an der Stelle zu dienen. Weil es einfach dem Großen und Ganzen, also dem Song oder dem Mixtape, nicht dienlich ist. Und das ist super, super schwer. Also es ist viel schwerer, auf eine gute Idee loszulassen, als auf eine gute Idee zu kommen. Aber es ist an manchen Stellen nötig. Und damit ich hier nicht ganz loslassen musste und sowieso die beiden Tracks irgendwie so weit auseinander waren, habe ich mich dazu entschieden, hier diesen Mini-Mini-Loop hier zu erzeugen. Und der wird so ein bisschen sowohl High-Pass-filtert als auch Low-Pass-filtert. Ja, damit hier so ein bisschen Variation passiert. Und gleichzeitig findet noch eine Lautstärke-Automation statt. Also da geht hier einiges ab. Einfach damit hier dieser Loop sich schön in den Mix einpasst, die beiden Songs miteinander verkittet. Und so dann ein Übergang entsteht, wo man eigentlich dachte vielleicht, dass der Loop zu dem Track darunter gehört. Auch wenn er das gar nicht tut. Sondern dieser Gesang dazu gehört. Ja. Okay, also da haben wir hier nochmal ein BPM Steigerung wieder. Dann darf das hier auf einer Geschwindigkeit bleiben. Und dann fallen wir hier auf 78 BPM runter. Ach du lieber Gott. Und das klingt dann so. Also wir nutzen den sphärischen Teil des Intros, wo wir noch keine genaue Timing-Information haben. Wir brauchen aber was da drunter liegt, das den vorherigen Track mit dem neuen Track verbindet. Und da kommt jetzt mein langer Hall, den wir schon mal gehört haben, ins Spiel. Und vielleicht gucken wir uns den mal ein bisschen im Detail an. Also wir haben hier... Da hört man das Ding. Ja, das ist hier... Einmal der Tora-Verb-Effekt. Ich mag Tora-Verb total gerne. Immer dann, wenn das Ding künstlich klingen soll.
Das heißt, es ist ein schöner Effektteil. Es ist jetzt nicht irgendwas, was ich jetzt nutze, um das auf einer Vocalspur irgendwie zu haben, damit ich der irgendwie ein bisschen Räumlichkeit verpasse, sondern das brauche ich immer dann, wenn ich wirklich so große Plastikräume irgendwie erzeugen will. Und auf dem Hall selber ist jetzt hier mein DJ-Effekt-Rack nochmal drauf, wo ich ein paar Sachen automatisieren kann. Ich habe ein LFO-Tool drauf, sprich, damit kann ich den Hall so ein bisschen pumpen lassen. Ups. Ja, diese Geschichte. Und der Frequency Shifter, das erkläre ich nochmal in einem anderen Video. Das passiert jetzt hier in dem Mix tatsächlich auch nicht. Aber das ist hier der Trick, der hier diese sphärische Fläche noch weiter über den anderen Song drüber laufen lassen lässt. So dass wir da tatsächlich einen Geschwindigkeitsunterschied von, ja, was haben wir denn, 78, 120? Was ist denn das? 120, 20 und dann nochmal 70 sind 40, sind 42 BPM. Halleluja. Ja, und dann kommt der Track hier. Und das ist für mich wieder so ein typischer, einfach so ein Couch-Track. So eine Sache, die ich im Club nie spielen kann. Aber total feier. Und ich kaufe total viel solche Musik, weil ich die einfach liebe und höre. Und manchmal weiß ich halt nicht, also ich kann die manchmal nie spielen, weil ich im Club halt sowas nicht spielen kann. Dann bin ich ganz froh, wenn ich die auf so ein Tape packen kann. Genau wie Take Me Into Your Skin, Klassiker von Trente Möller. Wer es noch kennt. Und hier gehen wir natürlich jetzt wieder hoch in der Geschwindigkeit. Wir landen jetzt wieder auf 118 BPM. Und hier geht jetzt übrigens der Track mit. Wenn wir uns den Solo anhören, dann hören wir das auch. Und dann hören wir auch so typischen Artefakte, die entstehen, wenn wir extrem Time stretchen. Aber da der andere noch drunter liegt, stört das nicht so wirklich. Sondern im Gegenteil, eigentlich ist es sogar ganz nützlich, hätte Trente selber vielleicht machen können in dem Sounddesign. Was mir aber wichtig war, ist, dass eben die 1 hier genau auf dem Ende von dem anderen Song kommt. Weil da die Bassline reinkommt. Ja, und dafür brauchte ich das Beatmatching, also dass die beiden synchron laufen, auch wenn der viel zu langsam am Anfang läuft. Aber das funktioniert, wie gesagt, trotzdem super gut, weil im Sounddesign hätte das tatsächlich auch vielleicht im Original so sein können. Hören wir es uns mal zusammen an. Da war's. Okay, so ein paar Specials hier noch. Wir haben doch hier noch den Remix irgendwo. Wo ist der? Da ist der. Da, genau, hier habe ich einfach. Hier habe ich Ausschnitte aus dem Original auf eine MIDI-Spur gesliced, also Slice to MIDI, wer die Funktion kennt. Und damit ich einfach hier die auf meinem Pad spielen kann. Und damit kann ich dann hier an der Stelle den Song ankündigen, ganz kurz. Ja, der ist in dem Hall drin, das heißt, der klingt da. Ja, und damit kündige ich den nächsten Song schon an, auch wenn diese Stelle in dem Song gar nicht existiert. Also ich nutze da dann tatsächlich die Funktion von Ableton, um meinen Mix nochmal so ein bisschen auf ein höheres Level zu bringen.
Da ist er. Und natürlich der Nachbar spielt Trompete. Ja. Okay, und dann, also wir hatten hier den Tempowechsel, Take Me Into Your Skin. Und hier passiert jetzt über den Track hinweg, also über von hier Minute 56 bis, also über fast 4 Minuten lang, holen wir uns 5 BPM an Geschwindigkeit rein. Da das über 5 BPM sich zieht, ist das überhaupt kein Problem und wir nehmen das jetzt nicht wahr als plötzlichen Temperaturanstieg. Genau, ein plötzlicher Temperaturanstieg im BPM-Bereich. Wir nehmen das nicht wahr als großartigen Tempoanstieg. Es war mir aber wichtig, dann hier wieder ein bisschen flotter zu sein, weil diese letzte Nummer hier, wenn die zu langsam ist, dann funktioniert die nicht. Deswegen brauchten wir da so einen kleinen Tempoanstieg. Ja, und hier sind wir auch wieder bei einem spannenden Part. Hier habe ich diese Nummer, das ist eigentlich so ein, ja, fast schon so ein Klassik, eine Klassikaufnahme und so ein Tool eigentlich nur, die ich hier genutzt habe, um diesen doch sehr, sehr deepen, tooligen Track mit dem nächsten Song zu verbinden. Das heißt also, hier ist fast nur Beat, hier ist fast nur Melodie und dann kommt der nächste Beat, der nächste Track rein und klingt über die Melodie von dem dritten Track drüber. Wir hören da einfach mal kurz rein. Ja, und der Track verschwindet langsam wieder in einem Hall und in der Unendlichkeit der Pegelabsenkung. Ja, und dann sind wir eigentlich fast schon am Ende. Wir haben hier nochmal eine kleine Geschwindigkeitsänderung runter zu den 121 BPM und dann den vorher ausgesuchten letzten Track. Ja, das war mein kurzer Walkthrough durch diesen Mix. Es gibt bestimmt noch so ein paar kleine Details, die ich vergessen habe, aber ich hoffe, ihr konntet ein klein bisschen einen Überblick in meine Arbeitsweise bekommen. Und ich habe noch ein paar Fragen, die ich beantworten möchte. Die erste Frage, machst du die Selection im Laufe der Woche oder am Stück? Sehr, sehr gute Frage. Und ich würde sagen, sowohl als auch. Also sobald ich weiß, dass ich einen Auftrag habe oder irgendwie vorhab, ein neues Tape aufzunehmen etc., dann fängt das natürlich schon an zu rattern. Und wenn ich Songs höre, dann werde ich dann im Kopf mir schon vormerken. Was ich aber auch immer mache, ist, egal wenn ich neue Musik habe, dann verschlagworte ich die. Das heißt also, da kommen immer Beschreibungen über den Song zu, ja, zum Stil, zum Klang, zur Struktur, vielleicht zur Zeit, wann das in dem DJ-Set passt, in meine Kommentare rein, damit ich dann, wenn ich den Song im Club suche oder vielleicht in der Vorbereitung irgendwie so nach Songs suche, nach entsprechenden Schlagworten einfach suchen kann und dann da schnell fündig werde. Und da gibt es auch ein Schlagwort, das heißt Mixtape.
Und da kommen dann, dieses Schlagwort bekommen dann Songs, die ja nichts für den Club sind, sondern vielleicht eher was für, ja, für das Tape sind oder für zu Hause sind. Und da kann ich natürlich dann immer mal mit meinem Fundus durchgehen und gucken, was, was ist denn da vielleicht interessant und spannend. Und dann aber, ja, wenn es dann tatsächlich an die Selection selber geht, also wirklich an die Reihenfolge, dann mache ich das eigentlich dann schon am Stück. Und das braucht auch viel Zeit im Prozess. Und dann sind wir auch schon bei der nächsten Frage, nämlich wie viel Zeit investierst du in welchen Teil und wie lange dauert sowas insgesamt? Also ich würde sagen, insgesamt sind wir da so bei circa 8-9 Zeitstunden, die da drin stecken, sowas in dem Dreh. Das ist natürlich immer so ein bisschen abhängig davon, wie lang ist der Mix, wie aufwendig ist der Mix. Ja, das sind so die Faktoren, die da eine Rolle spielen. Die Aufteilung ist, würde ich sagen, 50-50, also 50% Selection und Ausprobieren und Vorbereiten und dann 50% tatsächlich das wirkliche Arrangement, den wirklichen Mix, die einzelnen Abschnitte durchzuarbeiten. Dann die andere Frage, warum nimmst du den Mix nicht gleich in Traktor auf? Sehr, sehr gute Frage und natürlich könnte man das auch wirklich machen, selbst diese ganzen Loops-Geschichten könnte man mit Cue-Punkten setzen und dann anspringen und natürlich die Filter live drehen, die Effekte live drehen und so weiter, das könnte man alles machen und das ist auch eine super gute Übung, um ein guter DJ zu werden und ich habe früher meine Tapes auch so gemacht, das hat allerdings dann immer darin geendet, dass ich DIN A4-seitenweise Notizen hatte für jeden einzelnen Mix, worauf ich achten muss, weil na klar, wenn du dann sagst, okay, du musst dann an Cue-Punkt B springen und den Loop aktivieren, dann den Loop auf 1,5 setzen, dann wieder an Cue-Punkt C springen, dann den High-Pass-Filter an, dann langsam über 2 Phrasen High-Pass-Filter auf, währenddessen über 2 Phrasen Low-Pass-Filter zu bei dem anderen Track, gleichzeitig den Hall aufdrehen und den Fader runterziehen und dann immer an der Position dran denken, dann mit dem anderen Track raus zu sein, beziehungsweise vorher noch bei dem nächsten Song an Cue-Punkt C zu springen. So, und das habe ich so gemacht und das kann man auch so machen, aber das ist unter Umständen sehr, sehr aufwendig, wenn man seine Mixe so strukturieren will. Und ich mag das. Ich mag meine Mixe wirklich sehr, sehr ausgecheckt und wirklich an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Einstellung und den richtigen Song zu haben. Und deswegen hat sich für mich einfach rausgestellt, dass ich in Ableton da so ein bisschen detailgetreuer oder detaillierter arbeiten kann und so ein bisschen mir weniger Sachen im Kopf merken muss, weil ich kann sie einfach einstellen, ausprobieren, ein bisschen verändern, ausprobieren, okay, so kann ich es lassen und dann muss ich mir nicht aufschreiben und dann live das nochmal performen. Aber es geht natürlich auch ohne Ableton und in Traktor oder in Recordbox oder in Serato oder mit 2 Plattenspielern. Also so haben wir früher Mixe gemacht mit 2 Plattenspielern. Ja klar. Ja, und aber selbst da, kleine Geschichte, also selbst zu der Zeitpunkt, als ich noch mit Vinyl aufgelegt habe, ich bin aus der Generation und selbst da habe ich mir teilweise von Songs 2-mal die gleiche Platte gekauft, damit ich an der Stelle quasi den Song verlängern kann. Also dann habe ich dann wirklich den einen Song laufen lassen, denselben Song nochmal reingemixt mit dem Intro, währenddessen die Nadel zurückgesetzt, den Song nochmal reinlaufen lassen, wieder mit dem Intro, einfach um das Intro zu verlängern oder das Outro zu verlängern oder einen Remix zu machen von 2 Songs, nochmal das Break laufen zu lassen, verlängern und so weiter. So habe ich tatsächlich früher aufgelegt und das hat mir viel gebracht, das bringt mir heute immer noch viel. Das heißt also, ihr müsst es nicht mit Ableton machen, ihr macht es ruhig mit Traktor und macht es auch ruhig auf die aufwendige Art und Weise. Es wird euch auch viel helfen. Und ihr könnt es aber auch auf die Art und Weise machen. Ja, es ist da weder nichts, also es gibt da kein Gut und kein Schlecht oder kein Richtig und kein Falsch, sondern es gibt einfach bestimmte Arbeitsweisen, die zu bestimmten Ergebnissen führen. Dann eine Frage, die ich ja noch hier aufgeschrieben hatte, ist, was hast du auf deinem Masterkanal? Ja klar, schauen wir uns das mal an. Auf dem Masterkanal habe ich hier einmal den Q-Clone. Das ist einfach so ein, eine Software, mit der man ein Messsignal durch analoge Geräte schicken kann
und dann die Impulsantwort davon aufzeichnen kann und dann mehr oder weniger diese Einstellungen, die man an dem analogen Gerät hat, auf seinen Mix oder auf seine Spur übertragen kann. Und hier habe ich dann jetzt einfach so ein, ja, ich sag mal so ein Zucker-EQ, der einfach so ein bisschen verschönt das Ganze, und zwar auf allen Tracks, also auf der Masterspur, und das ist ganz, ganz, ganz sanft, was da passiert. Wenn wir uns mal die Kurve angucken, dann sieht man da eigentlich nichts. Ja, also das ist wirklich ein Müh, was aber irgendwie auf jeden Fall dem ganzen Mix irgendwie seinen eigenen Sound gibt. Und dann habe ich hier einfach nur einen L2 Limiter drauf, der einfach nur dafür da ist, zu gucken, dass hier nichts über 0 dB geht. Normalerweise sollte der hier auch eigentlich auf minus 0,1 stehen, böser Daniel. Sprich, wenn ich an manchen Stellen mal lauter werde, weil mehrere Tracks gleichzeitig laufen, weil ich nicht perfekt ausbalanciert habe, dass irgendjemand leiser wird, wenn jemand anderes dazukommt, dann habe ich da immer noch meinen Limiter, der dafür sorgt, dass ich nicht auf dem Master klippe. Das ist eigentlich alles, was ich auf dem Master drauf habe, weil die Tracks sind ja alle schon gemastert. Also ich habe es ja jetzt hier nicht mit eigenen Songs zu tun, beziehungsweise ich habe es hier nicht mit ungemasterten Songs zu tun, selbst wenn es eigene Songs sind. Das heißt, die haben ja schon ihre Bearbeitung auf der Masterspur hinter sich. Da muss ich jetzt nichts mehr im DJ-Mix groß machen. Es gibt natürlich noch DJs, die packen dann noch mehr Limiter drauf. Aber da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ein Freund von, weil die Tracks sind sowieso schon alle viel zu laut gemastert und haben viel zu wenig Dynamik. Und wenn ich dann nochmal 2 dB an Durchschnittslautstärke RMS-Pegel draufgebe in dem Master von meinem Mixtape, dann bin ich zwar lauter als die Konkurrenz, aber ich klinge halt auch schlechter als die Konkurrenz. Deswegen lieber ein bisschen leiser, und ihr habt auch alle einen Volume-Regler zu Hause. Den könnt ihr alle einmal 2 Klicks nach rechts drehen und dann klingt es genauso laut. Aber ihr habt ein bisschen mehr Dynamik und der Mix klingt insgesamt besser. Okay, das sind meine Tipps zum Thema Mixtape. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr Bock bekommen habt, selber aufzulegen oder selber DJing zu lernen, dann kontaktiert einfach vibra.dj. Da findet ihr die DJ-Schule in eurer Nähe und könnt zusammen mit einem Trainer das Ganze trainieren. Wenn ihr hier aus Mainz seid, dann auch gerne mit mir zusammen oder mit Trainern aus meinem Team. Und wenn ihr Producing lernen wollt, dann seid ihr hier super richtig, weil dann könnt ihr direkt online einen unserer kostenlosen Minikurse machen. Die Links sind auch da unten in der Beschreibung. Meldet euch einfach an und da bringe ich euch dann bei, wie ihr Ableton Live bedient, benutzt und euren ersten eigenen Song schreibt. Würde mich freuen, von euch zu hören. Ansonsten lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Fader hoch, ciao.